Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Echo Delta Delta Hotel. Wir haben uns wieder zusammengefunden, der Florenz und ich. Jetzt musst du Hallo sagen. Ah, jetzt ist der Punkt gekommen. Alles klar, ich dachte, du sagst davor noch was. Ja, wir haben es wieder geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ja, passenderweise regnet es. Wir stehen hier in Aalborg, falls es jemand von euch erkannt hat, und wir fliegen nach Hivesand. Stimmt gar nicht, Hivesand ist in der Nähe, das ist quasi so das St. Peter-Ording von Dänemark, keine Ahnung. Habe ich mir jetzt ausgedacht, muss nicht stimmen. Wir fliegen aber nach Stauning. So, das wollte ich sagen, Echo Kilo, Victor Juliet. Eieiei, das war eine Begrüßung. Wir wollen schnell die Flugzeuge fertig machen. Ja, lass uns das machen, in der Zeit, wo du dein Flugzeug fertig machst. Meins machst du natürlich ganz schnell von alleine fertig. Zeig ich einmal fix die Route, die dann jetzt hier eingeblendet ist. Wir befinden uns im Norden von Dänemark. Aalborg, wie der Linus schon meinte. Relativ kleiner, süßer Platz, irgendwie wird auch viel vom Militär genutzt. Und dann geht es runter in den Süden, wie auch immer der Flugplatz ausgesprochen sein mag. ICAO-Code seht ihr hier unten. Die Departure-Route, das ist hier ganz spannend, die haben keine richtigen Sits, sondern haben nur diese Departure hier. Also so sieht dann halt die Sit davon aus. Deswegen ist das Ganze so, dass wir auf der auf der 26 Ride abfliegen werden. Und zwar auf der Piste hier. Und nach 600 Fuß drehen wir dann links direkt nach Radius ab. Eine Besonderheit hier auch noch ist, dass die Transition Altitude auf 3000 Fuß schon liegt, was man ja sonst so aus Deutschland vielleicht nicht kennt. Sonst ist das aber letztendlich eine normale Abflugroute für einen relativ kleinen Platz. Ich nutze mal die Piste 26 links hier, um zurückzuholen. Ja, das machen wir gleich alle. Ja, das wird meines Wissens nach so gemacht. Transponder schon mal anmachen. Strobe ist auch an. Wir müssen uns die Taxi-Line wiederfinden. Bist du schon am Rollen? Ja, schau mal hinter dich. Oha. Ich folge dir unauffällig. Doch, da kommt gut Wind, möchte man sagen. Ein bisschen abgetrieben. Autopilot mal rein, NAV mal rein. Gucken, ob er sich den klatscht. Tut er nicht. So, ich würde jetzt auch Gas geben. Ja, das kannst du mal machen. Jetzt kann ich auch meinen Runner auf Standard umstellen. Da vorne ist eine Wolke, die umfliege ich eventuell. Ich gebe mal kurz einen Vektor due to weather. 155. Jetzt sehe ich das gerade noch nicht so ganz auf. 7000 Fuß keine Wolken mehr zu haben, bin ich ganz ehrlich. Nee, man war nur über den Wolken, aber die sind trotzdem noch da. Und es wird auch nicht besser, wenn ich gerade mal so nach vorne gucke. Bei mir ist der Hufer so ein Weg. Sag ich mal so. Also es wird immer heller, aber irgendwie werden die Wolken nicht weniger. So, oh, jetzt geht's aber eine große Wolke. Eieieiei. Wie warm ist es denn noch aus? Jetzt wird immer. Jetzt geht's immer.
Also die Wolken gehen hier tatsächlich brutal hoch. Ja. Wir haben gar keine Chance rauszukommen. Warte mal, ich mach mal Next Radar an hier. Zack. Ach, das sind, die sind ja nur gelb. Das geht ja. Ah, hier gibt's. Ich bin jetzt über den Wolken auf Flight Level 100. Soll ich, meinst du, ich soll auch hochkommen? Ja, so ab Flight Level 100 ist entspannt. Das sieht schick aus da. Dann. So ein paar Schäfchenwolken hier hängen. Das war's dann. Dann gehe ich da mal hoch. Ich gebe mir mal einen Direct Geekiff. Ja, hab ich jetzt auch gemacht inzwischen. So, ich schau mir mal an. Das ist eine gute Idee. Tower of Descent kurz vor Geekiff. Solange cruisen wir hier noch nicht, ne? Ja, wir befinden uns jetzt gerade ein bisschen östlich von Geekiff. Das wird ein ANP Runway 27 werden, beziehungsweise ein ANP LPV Approach. Und das Ganze fliegen wir über den IAF Sonam, sprich eigentlich fast geradeaus drauf zu, aus Geekiff aus. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist ein Straight-In letztendlich, stinknormaler ANAF Approach. Sonam haben wir als niedrigste Höhe 2200 Fuß, die wir jetzt auch so eingedreht haben. Dann rufe ich einfach noch kurz die Approach-Karte auf. Hier sieht man das ganz gut, wir kommen hier über Sonam und dann straight in direkt auf die Runway 27. Und wir befinden uns bei den Minimum, so haben wir den LPV-Approach, was wir auch vorhaben, bei 300 Fuß. Hier ist das Wetter eigentlich deutlich besser, ne? Also von hier oben zumindest sieht es noch aus. Boah, von hier oben geht's noch, aber es soll wohl unten am Boden, da ist immer ein Scheinwasser. Und was haben wir denn da? Wind 230 1 3 knots gusting 24. Also broken 900, broken 1900. Steht da dann halt nur so ein bisschen rum, ne? Ist wo ist denn das Transition Level? Wahrscheinlich 4000, 4500 irgendwie sowas. Das kann ich dir sofort sagen. Ich kann ja auch mal in den Chart gucken. Ah, wir haben auch, ich habe den Mistepot jetzt gerade nicht gebrieft, aber ich sage ihn dir jetzt so. Also Transition Altitude haben wir auch von 3000, Transition Level ist bei ATC. Wow. Case of Mistepot, straight ahead, ja. 2000, dann Reiter nach Poja. Und dann ein bisschen holen. Ich glaube, ich war da mal im Urlaub in der Nähe. Das war mein allererster Urlaub, da war ich irgendwie 1 oder 2. Sind die Erinnerungen noch groß? Richtig, ja. Ich bin gespannt, wie das funktioniert jetzt in meinem Flug. Ich geh mal schnell auf Windy und guck, ob es tatsächlich so wie Windy ist. wo muss ich denn hin? Hier. Rejected. Wie schnell bist du denn unterwegs eigentlich? Gerade noch mit 130 ungefähr. Aber Ground nur noch 100. Aber nochmal langsamer. Also auf der Piste sind laut Windy gerade 19 Knoten von vorne. Oder? Ich hab doch auf den Boden eingestellt. Ja. Lorenz ist mir immer noch dicht auf den Fersen. Ja, na sicher. Also 4 Meilen sind das vielleicht mit Glück, ne? Ach, nix da. Bei mir bist du bei... Boah. Bei mir bist du bei 2,5 Meilen. Passt doch. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt wäre, dass ich hinten bei dem Turnpad stehen bleibe. Schon überlegen. Wahrscheinlich geht das sogar.
Wahrscheinlich könnte ich am Turnpad stehen bleiben, so wie ich das auf der Karte hier sehe. Und dann kannst du tatsächlich hinter mir landen. Dann musst du gehen. Sieht aber schick aus hier, die Landschaft. Ne? Ich sagte gerade, es ist unfassbar flach in Dänemark einfach. Ja, ist halt Norden. Obwohl, wenn man zu bei den Norden geht... Ich glaube, der größte Berg bei denen ist auch ungefähr so groß wie bei uns in Schleswig-Holstein. Und vor ein paar Jahren haben sie mal festgestellt, dass der eine Hügel 100 Meter weiter irgendwie noch 2 Meter höher ist. Das ist natürlich belastend. So, ich fahre jetzt auch mal meine ersten Klappen aus. Also wenn du da ein bisschen mehr als 20 Meter Spannweite hast, dann knallst du ja echt gut in die Windmühle rein. Also ich glaube, wir sind auch echt nah am Windlimit für das Flugzeug drin. Wäre so meine Vermutung. Ich glaube hier 60. Was ist denn deine Anschlussgeschwindigkeit? Ja, ich bin gerade so bei 80. Ich dachte, ich gehe ein bisschen schneller rein, weil der Menge anwendet. Ja, sollte eigentlich 86 stehen. Ja, da pendelt er immer mal drüber, meine ich. Aber 86 ist schon ohne Windkorrektur. Ja, ich ist mal so zwischen 85 und 90 Meter. So, ich muss mal jetzt landen. Ja, okay, ich hab doch den Exit bekommen. Oh ja, da crabst du dich aber gut rein. Minus 100 hatte ich. Okay. Ich habe das lieber nicht nachgeguckt. Ja, ein recht herzliches Willkommen in Stauning. Ich habe den Namen jetzt doch nochmal nachgeschaut, um ihn zumindest hier in der Abmoderation noch einmal erwähnen zu können. Sehr, sehr schicker Flugplatz, so wie immer irgendwie. Linus hat da so ein kleines Händchen für die schicken, kleinen, versteckten Flugplätze zu finden. Und ja, ich glaube sonst vom Flug her war mal wieder ganz entspannt mit der Diamond unterwegs zu sein, oder? Ja, in jedem Fall. Beziehungsweise das erste Mal auf dem Kanal, glaube ich, zusammen. Ich bin nur im letzten Video das Ding einmal geflogen in Malaysia und Thailand. Zum ersten Mal hier so ganz grob auf dem Kanal, aber macht immer wieder Spaß, so ein bisschen damit dann auch über die Wolken zu steigen. Ist ein gutes Flugzeug für Trainings. Ganz fies für Exams. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen dann in dem Sinne und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder mit ein. Oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.